Nochmal ein Video zu magischen Radieren. Ja, es ist immer so mit Themen hier im Kanal. Wenn man mal ein Thema anfängt, dann kommen Folgevideos und es hört fast nicht mehr auf. Nein, irgendwann verleidet es mir dann auch. Aber eines müssen wir wirklich noch machen, weil ich habe gestern ja den magischen Radierer von Google gezeigt. Dann habe ich aber Post gekriegt von euch. Manche ein bisschen freundlicher, manche ein bisschen weniger. Und erklärt wurde mir, Google hat nicht nur den magischen Radierer, sie haben auch den magischen Editor, der dasselbe auch noch kann und anscheinend besser ist. Ich zeige es euch schnell, natürlich auch hier auf dem Pixel. Wenn man hier nämlich auf Bearbeiten geht, schwupps, bin ich auf Tools gegangen und da ist der magische Radierer. Hier unten, dieses leicht regenbogenhaft schimmernde Dings, ist aber der magische Editor. Und ich dachte, der dient dazu, um irgendwelchen Plunder in Fotos zu schummeln. Nein, der kann auch radieren. Und ich habe mir dann gedacht, ja, aber die machen sicher dasselbe. Dann habe ich gestern Abend ein bisschen experimentiert. Die Ergebnisse von beiden waren nicht umwerfend. Wir probieren es nachher noch aus, keine Sorge. Aber ich dachte, dann ist dasselbe. Dann habe ich aber noch mehr experimentiert. Und vermutlich sind sie wirklich nicht dasselbe, sondern unterschiedlich. Und dann habe ich mir gedacht, ja komm, sobald Bürozeit ist, rufst du bei Google an und fragst mal. Weil ich ja Journalist bin und die Leute da gut kenne, da kann ich einfach anrufen und fragen. Und die finden das für mich dann raus. Haben wir auch schon gemacht, dass als Gemini angekündigt wurde, habe ich den Google-Assistenten oder Google Bard damals gefragt, ob er denn schon Gemini nutzt. Und der hat behauptet, ja, ich nutze schon Gemini. Dabei hat sich dann rausgestellt, war eine Halluzination. Also nein, das ist großartig, wie man da anrufen kann. Aber dann habe ich gedacht, komm, ich mag eigentlich nicht so lange warten und habe das gemacht, was man eigentlich als seriöser Journalist sowieso immer erst machen sollte, bevor man das Telefon in die Hand nimmt. Ich habe gegoogelt und sieh an. Meine Verwirrung kommt nicht von ungefähr. Android Authority hat einen Artikel, der da heißt Google explains how you're using Magic Editor and Magic Eraser wrong. Ja, wie man Magic Eraser und Magic Editor falsch verwendet. Und das verlinkt einen Blogbeitrag von Google. Das ist häufig so, wenn man bei Google Fragen stellt, haben sie meistens schon einen Blogbeitrag dazu. Die sind da sehr proaktiv. Da heißt es häufig, ja, guck mal unseren Blogbeitrag. Und tatsächlich haben sie einen. Und interessant wird es da unten. Der Titel sagt schon alles. Magic Editor's Erase Tool and Magic Eraser work best in different scenarios. Sie haben also den Magic Editor mit dem Erase Tool und sie haben den Magic Eraser. Sind tatsächlich zwei verschiedene Sachen. Ja, wirklich erstaunlich. Und man sieht es hier auch, dafür erklären sie es nämlich, der Magic Eraser ist gut, um kleinen Plunder im Hintergrund wegzumachen. Der Magic Editor ist gut, um größere, substanziellere Sachen zu entfernen. Das ist der Unterschied zwischen den zwei Tools. Und sie sind wirklich nicht identisch. Und darum dachte ich, komm, wir probieren es nochmal aus und schauen, was dabei rauskommt. Wie gesagt, ich habe es gestern schon ein bisschen vorab ausprobiert und war nicht unendlich begeistert. Nein, aber weil so viele Leute geschrieben haben, probieren wir das auch noch aus. So, und ratet mal, wer wieder dran glauben muss. Malte und Jean-Claude, die Armen. Hätte ich auch nicht gedacht, dass ich die da so oft verdampfe, verpuffen und explodieren lasse. Wir starten wieder eine Bildschirmaufnahme. Bildschirmaufnahme starten. Audios ist Geräts. Gesamter Bildschirm. Start. So. Also, gehen wir wieder auf Bearbeiten. Und jetzt gehen wir eben nicht auf Tools, sondern auf das Regenbogen-Dings. Auswählen, einkreisen, drüber streichen oder tippen. Tatsächlich hat es bei mir sehr gut funktioniert, meistens mit Antippen. Wir machen jetzt Jean-Claude weg. Er kennt ihn sehr gut. Und jetzt können wir hier sagen, tschüss. Muss man auch wieder warten. Also viel schneller als das andere finde ich es auch nicht. Und weg ist er. Die Bank ist ziemlich gut geworden, finde ich. Dann hat man noch Alternativen, aber die sind alle ziemlich in Ordnung. Ich würde sagen, das nehmen wir mal mit und jetzt geht's Malte an den Kragen. Angetippt. Letztes Mal hat sie ihn ja durch einen Ball oder noch einen Pfosten ersetzt, was auch sehr köstlich war. Wieder erstellt, wir warten wieder. Ja. Hat ziemlich gut funktioniert. Da unten hat es jetzt irgendwie schwebt, die Bank, da fehlt irgendein Fuß und da hinten hat es sehr, sehr gut ergänzt, finde ich, aber
Das da unten ist jetzt nicht so ideal. Vielleicht haben sie eine bessere Variante. Da hat die Bank einen Fuß gekriegt. Da hat sie irgendwie sogar noch einen halben Kleber auf die Bank gemacht. Auch noch beeindruckend. Ah, weil es vermutlich auf der anderen Seite einen hat, hat es da geraten, dass da vielleicht auch was sein könnte. Ja, ja, also ziemlich passabel, finde ich. Probieren wir weitere aus. Speichern. Kopie speichern. Na, wir haben jetzt schon so viele. Ja, ihr seht, die sind nicht wahnsinnig flink, das Tool. Na, das ist das, was wir letztes Mal mit dem magischen Radierer hingekriegt haben. Da hat es Malte durch diesen Pfosten ersetzt. Machen wir es ein bisschen schwieriger. Nehmen wir das hier. Magischer Zauberdings. Und da machen wir mich weg. Nein, das wollen wir nicht. Zurück. Da muss ich mich jetzt einkriegen. Da reicht es nicht. Schwupps. Ah. Warum hat es jetzt das wieder zurückgesetzt? Ich bin irgendwie noch auf den Bildschirm gekommen. Oh, jetzt hat es die Hälfte von Moritz auch erwischt. Das wollen wir auch nicht. Also nochmal. Ist aber auch ein hinterhältiges Bild, ehrlich gesagt. So. Aber wir wollen es Google ja nicht so einfach machen. Ja, jetzt sieht es ziemlich okay aus. Löschen. Wir warten wieder. Und seht man, da im Hintergrund hat es irgendeine Person hingemacht. Sieht aus, als würde da irgendein Penner schlafen. Gibt es noch mehr Optionen? Da hat er nur eine Option gemacht. Das kann er gar nicht. Also vermutlich zu schwierig. Speichern wir noch schnell. Kopie speichern. Ja, da diese seltsame Person, die da hinten irgendwie jetzt rumliegt. Wo kommt die denn her? Ah, da sieht man, hinter meiner Schulter ist irgendjemand und den hat es dann versucht zu ergänzen und natürlich nicht besonders kunstvoll. Jetzt schauen wir, was es hier macht. Da bin ich auch gespannt. Kriegen wir die Leute hier weg? Weil mit dem magischen Radierer hat es die Leute nicht weggemacht. Jetzt muss man wieder aufpassen. Hier oben schlägt schon den magischen Radierer vor, den wollen wir aber eben nicht. Wir wollen den magischen Editor. Da alles markieren. Schipp. Schipp. Und löschen. Jetzt bin ich gespannt. Oh, das sieht auch wild aus. Haben wir Optionen? Ja, eine wilder als die andere. Als wäre das Steve Jobs Theater da irgendein Aquarium. Ja, irgendwie, das Ganze geht schon fast als Kunst durch, was es da gemacht hat. Speichern wir mal. Kopie speichern. Und dann, was wollen wir noch ausprobieren? Die Kaffeetasse natürlich noch. Der Klassiker, bearbeiten. Wieder Radierer aktivieren. Ups. Tasse sehr gut schon erkannt. Mal schauen, wie sie verschwindet. 1, 2, 3. Ja, sehr gut gemacht. Sogar noch ein Teil des Schattens auch noch weggemacht, dass es nicht ganz so auffällt. Das ist wirklich schlau. Hier noch mehr Schatten weggemacht. Hier den Schatten ganz weggemacht. Das ist das Beste, was wir bis jetzt gesehen haben. Aber wenn man genau hinschaut, sieht man schon, dass hier irgendetwas war, da in dem Teil des Bildes. Also ich würde jetzt das nicht als Foto verkaufen wollen oder schon gar irgendeine Zeitung publizieren, das würde auffliegen. So. Kopie speichern. Und dann noch mein Lieblingsbeispiel, das mit dem Handy, was wir verschwinden lassen. Mal schauen, bearbeiten. Zip. Ich tippe es mal wieder an, mal schauen. Ja, das reicht. Löschen. Was passiert? Oh, das ist auch sehr, sehr gut gelungen, muss man wirklich sagen. Ich habe es ja zu Hause an anderen Sachen ausprobiert, dass ich nicht im Voraus weiß, was mich hier erwartet, aber das hat er jetzt wirklich
sehr, sehr gut hingekriegt. Speichern wir gleich mal. Kopie speichern. Ja, auf jeden Fall, wir können festhalten, der Radierer des magischen Editors von Google funktioniert anders und ich würde sagen deutlich besser als der magische Radierer von Google, aber seien wir ehrlich, das Niveau müsste hier oben sein und alle drei, die wir ausprobiert haben, sind irgendwo hier unten. Dass es da mich wegradiert hat und hinten irgendeinen Penner hingemacht hat, war schon ein bisschen abenteuerlich. Das sah wirklich ganz, ganz schrecklich aus, wie dieser Fake-Mensch, der da irgendwie so hinter mir in den Stühlen gelegen hat. Oder wie es da im Steve Jobs Theater unten da dieses Aquarium gemacht hat. Nein, man sieht, dass der Magic Editor mit dem Radierer drin ist wirklich ein Schritt voraus, aber am Schluss des Tages bleibt es einfach maschinelles Raten und das geht halt mal ein bisschen besser, mal ein bisschen schlechter. Das Handy entfernen und die Kaffeetasse entfernen, das war wirklich sehr, sehr gut, also Hut ab, aber die anderen sind jetzt auch nicht um Welten besser. Und wie gesagt, ich würde keines dieser Bilder je für eine Zeitung verwenden. So als kleiner Jux, ja, vielleicht zwischendurch, aber umgehauen hat es mich auch nicht und schneller fand ich es auch nicht. Und von der Usability her fand ich es jetzt auch nicht wahnsinnig toll. Und vor allem wirklich, also da muss Google wirklich mal über die Bücher. Magischer Radierer, magischer Editor mit Radierfunktion. Also, nein, da müsste mal da merkt man, dass verschiedene Teams diese Funktion machen und dann sagen sie, oh, meine Funktion muss jetzt übrigens auch noch da rein ins Foto tun. Na gut, aber wir haben doch schon. Ja, macht sie einfach unten links und regenbogenfarbig. Da müsste einfach mal jemand hingehen mit dem Rotstift und ein bisschen durchstreichen. Ich habe schon lange nicht mehr Fotos bearbeitet in Google Fotos und habe das jetzt wegen diesem Experiment wieder öfters gemacht. Es ist einfach zu kompliziert, es hat zu viele Knöpfe und man weiß nicht, was wo drin steckt und da müsste Google dringend mal ausmessen. Und dass da wirklich verschiedene Sachen fast gleich heißen, ist auch nicht wahnsinnig vertrauensweckend und hilfreich für die Leute. Aber ja, schauen wir mal, wie sich es weiterentwickelt. Aber mich hat jetzt das nicht umgehauen. Falls es euch umgehauen hat und ihr unendlich begeistert seid, unbedingt unten reinschreiben. Falls es euch wie mir geht, auch unbedingt reinschreiben, dann sehe ich es auch. Und was ich jetzt immer beklagt, es gäbe noch irgendeinen dritten magischen Radierer bei Google. Immer her damit, dann machen wir halt nochmal ein Video. Also daran soll es nicht scheitern. Aber ich würde sagen, jetzt reicht es dann langsam mal mit der Funktion. Zumal ich sie ja eben, wie gesagt, nicht wahnsinnig alltagstauglich finde. Falls das Video dennoch gefallen hat, Daumen nach oben. Falls ihr findet, Raphael hat schon wieder einen falschen Radierer erwischt. Daumen nach unten. Falls ihr weitere Videos sehen wollt, wo wir uns dadurch die verschiedenen magischen Radierer testen, unbedingt Abo abschließen und dann sehen wir uns schon bald im nächsten Video, wo es garantiert nicht nochmal um so einen Radierer geht. Ich verspreche es frühestens im übernächsten.